Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich spiele heute, oder wir spielen heute City Economy mit meinen Besten hier. Ihr seht, wir sind zu dritt. Sagt mal hi. Moin. Hallo. Yo, ihr seht, wir versuchen hier irgendwie dieses Game zu spielen. Naja, was daran so gelingt und was nicht, das werden wir in diesem Video wahrscheinlich erfahren. Wir fahren jetzt einfach mal irgendwo los. Den Sound vom Game konnte ich nicht leiser stellen, weil Einstellungen in diesem Spiel... Ihr seht, wenn ich ins Escape gehe, seht ihr, dass die Sprache natürlich Deutsch ist. Nicht. Es heißt, alles auf Polnisch. Ich konnte es nicht auf Deutsch installieren. Keine Ahnung warum. Konnte nur Tschechisch oder Polnisch. Siehst du, wo du hinfährst? Also, wo du hinfahren musst? Ja. Okay, perfekt. Also, ich vermute es zumindest. Siehst du diese orangen Dinger, die so blinken? Ja, die so blinken. Ja, da musst du hinfahren. Gibt's in dem Game eine Innenperspektive? Nein, gibt es nicht. Warum? Es gibt eine Stoßstangenkamera, glaube ich. Warum soll man? Okay. Was macht denn die Fahrerkabine, bitte? Klaxon, das ist noch, die Hupe, das weiß ich auch. Alles andere, keine Ahnung. Einstellungen, keine Ahnung. Den Ton von dem Game würde ich gerne leiser stellen. Nicht möglich. Hä, kannst du in die Einstellungen gehen? Ja, aber ich kann halt nicht, ich weiß ja nicht, wie ich den Ton leiser stelle. Halt, wie kann man in die Einstellungen gehen? Ja. Keine Ahnung, geht das überhaupt aus dem... Ach so. Ja, wie gesagt, meine Kamera ist halt verpackt. Aber im Escape-Menü meine ich. Ja, das weiß ich nicht. Geht nicht, ne? Nein, ich glaube nicht. Ja. Also, ihr seht, das geht nicht. Was ich hier extrem witzig finde, ist, bei meiner mein Navi, ihr seid jetzt irgendwie ja. In der Luft. Okay. Das ist extrem bugfrei gebaut. Ja, schön, finde ich ja. Also ihr seht, der Sattelzug, der macht ein bisschen Mund auf zu. Geil, dass es hier KI gibt. Der Sattelzug macht ein bisschen Mund auf zu. So, im normalen Game gibt's eigentlich KI. So. Wo fährst denn du hin? In meinem Netz. Ich seh den Mülltonne. Ich will zur Mülltonne. Nee, ich muss da vorwärts ranfahren. Ah, überhaupt nicht zu überfahren! Also ich fahre da vorwärts dran an die Mülltonne. Ja. Du musst die Armee erstmal ausfahren. Die Armee? Soll ich die Armee ausfahren? Bitte bleib stehen. Oh. Was machst denn du? Fahre erst Armee aus, bekomme ich jetzt hier als Aua. Oh, das war eine sanfte... Nicht einsteigen. Ah, dieser scheiß Motor ist endlich aus. Was will die denn? Er fährt die Armee aus. Ich geh weg, ich mach hier die Mülltonne. Ich hol schon mal die nächste Mülltonne. Ja, genau, ja, ich schau zu. Ich spiele dieses Spiel zum ersten Mal. Alles so. Klar. Alles klar. Wunderbar. Ihr müsst mal rückwärts laufen, wenn ihr eine Mülltonne nehmt. Diese Gehanimation. Ein steiler Schritt hat er halt. Wo ist denn hier die Mülltonne? Dahin. Ja, ich check wieder nichts. Nicht auf, du machst das gut, sagt er hier. Ja, man kann springen, immerhin. Auch wenn man sehr hoch springen kann, muss ich echt sagen. Man springt nicht. Das ist eher nur Hupperle gemacht. Ja, so in der Art. Ach, da vorne ist ja noch einer, bis ich da hinlaufe, das könnt ihr ja machen. Ja, Speedy kann ja dann mit dem Auto kommen. Ich komme mit dem Auto, ich muss erstmal hier das Zeug machen. Man kann nicht was sogar hinten draufstellen im Multiplayer auf manche Autos. Nee, bei dem geht's nicht. Bei dem geht's nicht. Ja, warte, ich fahr gleich mit. Warte, ich fahr mit. Ah, mach erstmal. Warte jetzt die... Ich höre die Sounds von dem LKW bis hier hin. Ja, in meinem Video hört man sie wahrscheinlich zu laut. Ich kann sie aber auch nicht leiser stellen. Deswegen hoffe ich, dass es soweit passt, dass man euch auch hört. Dürfte aber passen. Ja, die Mülltonne ist... Wenn ich die jetzt da vorne dranhänge, bin ich mal gespannt, ob du mit der da vorne dran fahren kannst. Das versuchen wir jetzt. Warte, so. Ja, ich laufe da jetzt nicht bis hinter. Ich muss dann den Abschleppwagen mal kaufen, der ist auch sehr cool. Ja, ich bin ultra begeistert von diesem Game. Aua. Was kaputt gemacht? Was ist denn da los? Oh nein. Ich kann nicht mal mehr aussteigen. Ah, jetzt. Aus dieser Todesfalle. Mach das jetzt da. Wollt ihr vielleicht? Ja. Bleib mal stehen, du Keck. Ich steh doch. Ah. Ja, ich fahre mit hier. Aufgenommenem Container nicht wirklich. Angeblich muss ich den Container da drüben auch noch entleeren, keine Ahnung. Ja, dann fahrt er denn dahin. Ja, mir wird's auch angezeigt.
Nee, nee, hier der Container muss ich angeblich hin. Hä? Ach, den habe ich schon gemacht. Hey, jetzt ist. Hä? Der wird mir die ganze Zeit angezeigt hier. Und da hinten ist doch noch einer. Ach, jetzt muss ich den wieder da hinten hinstellen auf seinem Platz. Ja. Gott, oh Gott. Ich bin überfordert mit diesem Game. Allein schon die Sprache, die geht mir so auf den Sack. Guck, ihr seht ja rechts. Hier was bait in der Mülltonne. Ihr seht ja, ein bisschen Rasenmähen muss auch sein. Ihr seht ja die... Ja, Rasenmähen kann man ja auch in dem Game. Bloß das mache ich nicht, weil meine Kamera halt verpackt ist. Ja, da geht's auch wieder gut los. Ihr seht ja bei mir auch, rechts ist ja dieses Menü. Da seht ihr auch, dass alles auf Deutsch ist. Kann es sein, dass bei euch diese... Packt diese Leiste bei euch auch so? Ja. Bei euch hin und zurück? Ja, ja. Ist das irgendwie... Keine Ahnung. Udash ist Ilsi... Ich sag's gar nicht. Kannst du mich bitte mitnehmen? Kannst du mich bitte mitnehmen? Dann muss ich nicht wieder zurücklaufen. Ja, ja. Wir nehmen dich mit. Ah, jetzt fahr ich. Ja. Bin ich gerade... Hey, geht bei euch die Kamera oder bin ich der Einzige, bei dem die nicht funktioniert? So, komm, steig ein. Ich weiß nicht. Also irgendwie fahre ich zum Altpapiercontainer. Ich kann auf jeden Fall in beide Richtungen lenken. Wo fahren wir überhaupt hin? Ja, zum Container. Zum nächsten. Auf der Karte angezeigt. Also dieser Mülleimer einfach, dieser... Ja, ja. Ich laufe Die Bank ist da. Die Bank. Also man kann nicht mehr über die Bank drüber springen. Das ist auch sehr, sehr geil. Warte mal. Ja. Okay, jetzt machen wir mal Fahrer-Simu-Player hier. Wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und genau in dem Moment wirkt der Motor wahrscheinlich ab. Ja, fahr jetzt. Der ist geil an dem LKW, ist ja auch, dass der nur einen Sound hat. Es ist egal, ob du stehst oder fährst. Ah! Bumm. Es ist egal, ob du stehst oder fährst, der hat immer den gleichen Sound. Oh, guck mal, wenn du hier gegen den Spiegel springst. Jetzt sieht man es nicht. Aber man hat es gerade gesehen. Man sieht es vielleicht in der Aufnahme. Ja, gut, diese Animation auch, ne? Ey. So, ich stell mich jetzt hier hin. Aber man kann sich hier gar nicht hinstellen. Hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand vor dem Auto. Ja. Damit man nicht erdrückt wird. Ah, ja. Ihr seht ja. Kann ich mich hier hinstellen? Nö. Wunderbar. Oh. Din, din, din. Ich krieg eine Nachricht, aber ich kann's nicht lesen. Gratulation. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Gratulation. So, ich guck jetzt hier auf den geilen Dings. Alle da? Kann. Ja. Ja, ja. Ich kann nicht fahren. Wer fährt denn hier? Fahr ich? No. Nee, ich fahr nicht. Also ich kann schon mal nicht fahren. Ich auch nicht. Hä? Okay. Also ich kann's nicht. Oh. Doch, ich kann fahren. Kann jemand bitte die Arme einfahren? Wie geht das? Nee, ich fahr anscheinend hier. Keine Ahnung. Hä? Ich fahr auch. Moment! Scheiße! Kann man rennen? Oh. Wenn Speedy steht, kann ich auch fahren. Ah, jetzt nicht mehr. Okay, das ist komisch. War das bei einem da? Hä? Ja. Das ist darüber reden. Schön, jetzt ist nicht. Ausgestiegen, jetzt der Motor aus. Willst du mich jetzt? Ja, einer muss halt die Gangschaltung bedienen. Hä? War das gerade? So, alle einsteigen. Einsteigen, bitte. So, nächster Auftrag. Bin ich gerade. Warum zoome ich gerade in meinem Teamspeak? Ich guck erstmal, ob ich den Dings kaufen kann. Was ist da vorne dieses Fragezeichen? Das interessiert mich jetzt. Das ist eine Quest. Okay, meine Maus ist unsichtbar anscheinend. Oh. Und eine Quest machen wir jetzt. Wir machen jetzt diese Quest. Ja. Also irgendwie geht die. Hast du die nette Dame überfahren? Soll ich die. Ich könnte die Quest nicht annehmen? Ich kann die Quest annehmen. Nimm die mal an. Ah, die Quest-Belohnung ist das nur. Geil. Ach wow. Aber du kannst du dem Ausruf zeigen. Ich kann gucken, ob ich was wir für Quests machen können. Die Quests bringen dir halt eigentlich nichts, aber. Ja. Wir müssen mal mit dem anderen Ding fahren. Da, Quests. Ja, da brauche ich Straßenreinigung. Straßenreinigung habe ich nicht. Ihr könnt mal Tab drücken, dann springst du zum Fahrzeug. Nee, kann man doch nicht. Passiert nichts. Wir können den kleinen Gehölzpfleger-LKW fahren, zum Fahrzeug springen. Geil, das geht nicht. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nur die Schrift lesen, die nicht deutsch ist. Ja, das ist... So, aussteigen. Was ist hier? Hier ist irgendwo eine Quest.
Eine Quest. Die suche ich jetzt. So, auch die Quest. Ist die Apotheke. Der ist bestimmt hier hin. Meine Maus ist einfach aus dem Bildschirm rausgegangen. Man hat's nicht gecheckt. Okay, es ist der. Nö. Okay. Hä, wo soll denn die Quest sein, bitte? Oh. Was ist jetzt passiert? Ich bin im Müllwagen. Hä? Wartet, ich komme mal zu euch. Warum ich jetzt auf einmal im Müll... Hä? Was, bist du gesprungen? Nein, ich bin nicht. Ich hab da einfach hier mein Tablet geöffnet. Das muss nicht fest sein. Ja, er ist da irgendwo hinten im Nichts. Ach, das da ist er doch hier. Ja, gut. Drücke F, um die Quest anzunehmen. Es hat sich herumgesprochen, wie gut du den Job für die Polizei bewältigt hast. Aber wir brauchen einen Experten für Papierrecycling. Ja, wir müssen Papierrecycling machen. Job annehmen. Ja gut, das kann ich natürlich auch nicht lesen. Ja, hier ist bei mir steht einfach zum Papierrecycling-LKW. Das klingt wie zum Raumschiff, zum unsichtbaren Schiff oder so. Komm, ja. Bitte gehen Sie rein. Ich bin vielleicht schon da an dem Punkt, ne? Wo seid denn ihr? Der fährt gar nicht. Wo seid ihr denn bitte? Ja, wir machen gerade hier Papierrecycling. Ja, ja, so, was ja, kommst du denn mit deinem Plaster-LKW? Kann ich mich da hinten hinstellen? Gar nicht. Kann ich mich da hinten hinstellen? Ja, ich kann mich da hinstellen. Kannst du mal die Arme ausfahren, bitte? Danke. Bin gesprungen. Ja, ich weiß, den kleinen Gehölzpflege-LKW zu euch. Oh Gott. Jetzt muss ich da auch noch die Drecksarme ausfahren. Die Armee. Bumm. Ja, wie drückt man da jetzt drauf? Gar nicht. Warum bleibt der immer so komisch stehen? Hi. Das nennt sich leckfreie Animation. Leckfrei. Ja, ich leck auch gleich. Oh, ihr seht, dieses Game ist, sehr, sehr, sehr gut. So, ich versuche jetzt ohne links zu lenken. Bugs im Multiplayer habe ich jetzt keine gefunden, so auf die Schnelle. Der Balken wechselt die ganze Zeit zwischen einem gesammelten Keim. Du kannst immer hier Ding nehmen, ne? Ja, ich darf auch mal was Tonne und tust sie da an Wagen dran. Wie nimmt man die überhaupt auf? Mit F. Schön, dass es in meinem Menü irgendwo stand. Ich schaue aber auch aus wie so ein Hulk. Ja, du bist ja auch Hulk. Was passiert, wenn man gleich das mal her? Ja, nee. Ja, was ist denn da los? Ja. Der Kollege hat aber auch Geduld. Und dann hier, was drücke ich da? Hier mit dem so, lass den mal oben drauf stehen, bitte. Lass den mal bitte oben drauf stehen. Warte. Auf. Ja. Ich fühle die Animation irgendwie. Ja. What's the road? You got a ticket for running a red light. Ja, warum ist das jetzt Englisch? ja. Bei mir wäre schön, wenn es auf Englisch wäre. So, jetzt kannst du gleich mal hier, da ich dann an die Seite gehe. Ich nehme jetzt erstmal den da und tu ihn jetzt auch da rein. Gut. Oh Gott, die Animation. Die ist ja noch schlimmer im Ding. Oh Gott. Gemacht. Warum bekomme ich eigentlich gut gemacht, wenn ich gar nichts mache? Was kommst du an? Könnte ich doch. So, wo war der Tonne? Die Tonne da? Warte, Gepär, ich schieb sie zurück. Ja, ich kenne noch etwas, das ist für die Tonne. Was denn? Ja, dieses Spiel vielleicht. Die ist ja, Leute. Ja, ihr seht die Sprache. Aua, Aufgabe erledigt. Ja, dieses Game ist wie gesagt sehr laut. Ich kann es jetzt auch gerade nicht leiser stellen, das ist das Problem. Ich kann es auch nicht leiser stellen, weil ich kein Polnisch kann und auch kein Tschechisch. Nimm mal einen Job Rasenmähen bitte an. Wie geht das mit dem Job oder was? Rasenmähen an. Komm, wo bist du? Das ist direkt hier. Job annehmen. Ja, ich drücke irgendwas. Ach. Hier einfach. Ja, hallo. Wo muss ich denn hier Rasenmähen? Ja. Ja. Fahrzeug ist voll, würde ich sagen. Was kann man da noch? Kann man sich da hinstellen? Machen hier Hecken schneiden. Kann man ein anderes fahren, bitte? Ja, okay, ich fahre. Ja, ich schau mal gebührend zu. Ne? Ich schau mal gebührend zu. Nee, fahr mit dem LKW hinterher, wir müssen ein bisschen anders hinfahren. Mit welchem LKW? Mit einem, der da steht. Egal. Okay.
Okay, Wetter ist natürlich megamäßig. Alter. Boah. Gewittert das auch noch. Main Lizenz ist vorhanden. Ich finde auch cool, dass wenn du H drückst, dass da einfach Sirene steht. Klaxon steht bei mir. Warum wohl? Klaxon. Warum fährst du? Ich bin falsch gefahren. Was macht denn der? Was macht denn der Kollege hier? Ich bin falsch gefahren. Alter, das ist ja schlimmer als... Hölzblick-LKW. Drecksfahrphysik. Du drückst einmal E und was passiert? Tja, der kommt von der Straße ab. Da. Oh Gott, oh Gott. Das Spiel vielleicht mal neu installiert. Vielleicht geht es dann auch mit dem Lenken gescheit. Ich müsste mich mal um die Sprache kümmern. Tja, die Sprache ist... Ja, Treibstoff geht zur Neige. Oh. Poliziant. Warte, ich kann das in der Fahrzeugliste aber füllen. Die Poliziant habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Nein. Von Poliziant. Parschner Droge. Wann sind wir da? Ja, mein Kind. Nicht mehr lang. Ich sehe gar nichts. Oh Gott, bei mir leckt. Was? Es leckt. Du bist auf eine Bank gefahren. Ja, ich weiß auch, warum es leckt. Es leckt wegen dem Gewitter. Aber es ist so laut, man hört einfach gar nichts mehr. Ja, der Donner. Das ist der Donner. Ja, man hört einfach gar nichts mehr. Ah, wir sind da. Aber. kann ich meinen Kopf hier reinstecken in das Schneidewerk? Oh. Ja, kann ich. Ich schau euch mal. Fahr das nochmal runter. Gibt's auch eine Ego-Perspektive? Nö. Nein. Nö. Natürlich gibt's keine Ego-Perspektive. Alter, ich schau ja mal, wie richtig beschissen aus. Fahr das runter. Ja. Was machst du? Was ist das denn? Ich weiß nicht, wie man das Ding schneiden soll. Fahr das Ding runter. Schau. Schau, man kann hier schön spielen mit dem Ding. Ich sehe es. So, jetzt schieb mich an, bitte. Mir fehlen die Worte. Also, ich krieg das hier tatsächlich nicht hin. Ich will das Ding kaputt. Oh, ups. Ich finde auch geil, dass wenn ich gegen das Auto laufe, irgendwelche Crash-Sounds kommen. Ich will auch. Ach, muss ich das da oben schneiden? Du musst die ganze Hecke schneiden. Hä, da kam bei mir kein... Bei mir kommt kein Crash-Sound. Du musst von weiter weg machen. Wenn du von hier jetzt... Hä, hey, jetzt kommen auch gar keine mehr. Lol. Ja, lol. Warte, mach hier hinten. Hier hinten auch nicht. Hm. Komisch. Immerhin hat dieses Game ein Multiplayer... Ich bewundere, ja, dass dieses Game einen Multiplayer hat. So, möchte ich mal kurz anmerken. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. F. So. Jetzt kommt der Bo. Jetzt, so macht der Papa das. Und jetzt explodiert alles. So wie ich ihn kenne. Ach, du musst es da oben wegschneiden. Ich schneide dich weg. Das wäre vielleicht eine Option. Danach können wir uns um den Rasen kümmern, aber bitte erst hier die Menschen. Außer mich natürlich. Ich bin sicher. Ich schaue euch natürlich zu. Guck, wie das geht. Ach so, geht das? Du musst oben schneiden, das ist dir bewusst, oder? Ich weiß, wo ich schneiden würde. Der wollte mich umbringen. Ja. Das ist richtig. Ja, dass der gleich seinen Abfallschrott hier rein. Komm, ich kann winken. Ich kann winken mit dem Ding. Ja, ich kann leider nicht zurückwinken. Also winken kann er. Ja, mein Kopf kann ich jetzt auch bitte. Guck, das ist wie so ein Drucker. Was ist das denn? Das ist ja wie die Wälzmaschine vom wie nennt man die? Diese Wälzmaschine da vom Recycling. Kann man das irgendwie wieder zurücksetzen? Nö. Ja, dann fahre ich jetzt einfach so rum. Ich muss mal kurz ausprobieren, wie geil das Game ist. Wartet mal. Wenn ich voll gegen euch fahre, was passiert? Genau, das testen wir jetzt auch. Härtetest. Wir liegen dann da drunter. Echt? So, ich laufe weg. Wow.
Ja. Ich werde einfach zurückgebolzt. Ich wüsste nicht, dass wenn man gegen jemanden Menschen fährt, dass dann solche Crash-Sounds kommen, wie wenn man gegen eine Wand fährt. Ja gut, ich meine, wenn man mit einem LKW dagegen klatscht. So, komm. Dann ist vorbei. Komm, fahr über mich. Und geh über mich. Und ja, gegen die Wand. Ich hab ein anderes Problem, ne? Ich hab 7,99% geschnitten von der Hecke. Ich bin krass. Ich kann das Ding nicht mehr fahren. Was kannst du nicht fahren? Ich hab's kaputt gemacht. Guck, ich kann mich hier hinten draufstellen. Ich auch. Das ist richtig geil. Ja, du nicht. Wenn das Ding kaputt ist, geht's nicht. Ja, ich kann mich zumindest hinten draufstellen. Ja, versuch du mal zu fahren. Warte mal, hier, Simuplayer, Dr. Simuplayer kommt. Ja, festgefahren, würde ich sagen. Hast du gemacht? Keine Chance. Ah, Hupe geht. Die Hupen funktionieren auch. Aber Moment, ich kann ja gar nichts mehr machen, das ist ja... Du kannst mit dem Fahrzeug, das Fahrzeug ist im Arsch. Ich drücke gerade WASD. Ich setze es kurz zurück. Ah, man kann es nicht zurücksetzen. Also ich drücke WASD, aber... X-Base vielleicht? Nö. Nee, das geht gar nichts. Das ist nicht Fernbus-Simulator. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es erfolgreich geschafft. Sie haben es geschafft. Ja. Es ist vorbei. Der Spuk hat ein Ende. Ich stelle mich jetzt hier bis zum Ende meiner Tage hier hinten drauf und warte, bis es weitergeht. Ja, ich ja. Oh, bitte mach dieses Ding aus, es ist so höllisch laut. Versuchst du jetzt herauszuschieben mit dem dichten Rüssel? Ja. Okay, Rausschiebeaktion mit einer Heckenschneidermaschine da. Es gibt so ein Video von Gardarol. Wo er sich dieses Ding gekauft hat. Also es gibt noch eine große Version, er hat sich die große Version gekauft und ist damit erstmal gegen Auto gefahren, dann war der Rüssel kaputt, der ist ja die ganze Zeit durch die Map geflogen. Ja, ich müsste dieses Game mal bitte auf Deutsch hinkriegen, darum kümmere ich mich jetzt dann nach der Folge. Ich spiele dieses Game ja zum ersten Mal. Als ob das geht. Oh mein Gott. Warte mal. Ich mach das jetzt da raus. Ja, dafür gibt's mich. Aussteigen. Dafür gibt's mich. Ah, jetzt. Ja, wow. Das Fahrzeug ist hinüber. Das Fahrzeug ist hinüber, da geht gar nichts. Ja, du musst schon die Handbremse lösen. Das geht wie? Mit Q. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Hey, komm, fahr! Du musst dich hinten raus. Du musst dich hinten rausstellen, ins Gewitter. Ja, komm. Ey! Komm hinten! Noch ein Stück! Ja. So, jetzt mache ich hier Plastik-Recycling-Auftrag und Speedy muss die ganze Tonne einsammeln. Wo muss ich denn hinfahren? Plastik-Recycling. Warte, das siehst du dann. Zum Arsch fahren. Ja. Da, Job annehmen. Wo sind denn die Mülltonnen? Sind okay, gar nicht da. Leg erstmal. Hey, ich hab das an. Ihr wisst, dass ich noch an der gleichen Stelle stehe wie vor. Nein, bei mir steht's auf dem Auto. Ja, bei mir auch. Also ich stehe bei mir auch auf dem Auto. Aber hier stehe ich die ganze Zeit. Oh. Ja, versuch mal auszusteigen, mal gucken, wo du dann bist. Ja. Wow. Wir sollen hier nicht tanzen. Super. Bitte steigen Sie ein. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Also so. Ich hab keinen Plan. Ich muss kurz den Job abbrechen mit dem Haken schneiden, weil das wird nix. Abbrechen. Anula Lavane. So. Jetzt zu den Tonnen musst du fahren. Da werden mir keine macht ihr das. Mir werden keine Tonnen angezeigt. Werden dir da keine angezeigt? Nee, mir werden tatsächlich auch keine angezeigt. Hä? Ja. Ich brech das nochmal ab. Die Sound eigentlich auch einen komischen Sound, wenn ihr. Ja, ich bekomme den Sound auch. Das Mysteriöse ist ja, jetzt werden mir auf einem Punkt der angezeigt, wo ich hinfahren soll und den Müll abholen soll. Das ist schlimmer, als wenn jemand einen fahren lässt. Jetzt. Yes. Oh mein Gott. Ich geb's auf, wirklich. Ich geb's auch auf. Also, wir sind hier bei 24 Minuten angelangt, wir haben uns das angetan. Wir holen noch abschließende Worte. Erstens zu diesem Game natürlich. Ey, man kann hier Altglas fahren. Super geil. Ich habe
meine Impressionen, meine ersten Impressionen dieses Games. Ich habe dieses Game auch erst vor ein paar Minuten gekauft. Meine ersten Impressionen dieses Games sind 1A. Ich würde sagen, bei 1000 Likes kommt eine zweite Folge. Ja. Genau hier, falls ihr die Stimme schon kennt, ja, das ist der Typ, der meine Thumbnails macht. Danke nochmal dafür. Ehrenaktion. Den anderen Typen da, den kennt ihr auch noch. Sehr lange her. Da war er aber so leise gestellt von meinem Aufnahmeprogramm, dass man ihn fast nie gehört hat. Ja. Hoffentlich hört man ihn dieses Mal, weil das Game ja wieder so laut war, aber ich versuch's mal irgendwie zu perfektionieren, so gut's nur geht. Geh weg da von dem Motor, ich hör nix. Und ja, ihr seht ja hier die drei Keks auf einer Linie, haben alle nix im Hirn, so nach dem Motto. Fahren einfach irgendwie irgendwelche Heckenscheren, schneiden. Sprache ist auf Deutsch. Hätte ich da hinbekommen, aber mit so einer Maschine hätte ich's nicht. Und ihr seht ja, mein Spiel ist ja wie gesagt auf Deutsch. Ich kann es nur oft genug sagen. Ich versuche das auch irgendwie hinzukriegen. Keine Ahnung, Support anschreiben, keine Ahnung, was man da machen muss. Ja. Und an der Stelle sind wir dann durch. Läufst du immer noch automatisch oder? Ja, er läuft immer noch automatisch. Kein Kommentar. Ich gehe jetzt. Ciao. Ja, so, Legenden besagen, wenn das Legenden besagen, wenn Folge 2 draußen ist, läuft er immer noch. Okay, ja. Ja gut, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ja, checkt einfach die Links in der Beschreibung ab. Checkt auf Insta die Sachen ab, da sind die Kekos hier immer verlinkt mal wieder. Wenn man mal wieder hier auf dem Saft sich draußen trifft oder so. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall hier mit dem mehr als chaotischen Video. Das Spiel, wie gesagt, ist ein geiles Spiel. Bugfrei, alles mögliche. Ich muss wirklich sagen, dieses Spiel macht echt müde. Ja, müde sowieso, also, ich könnte jetzt echt... So extrem langweilig wie dieses... Ich stehe morgen nicht mehr auf. Nee. Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Falls euch auch so geht, schreibt's gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. In einem anderen Ende der Map. Ja, ich renne da gleich hinterher. Aber ich will kein W mehr drücken, deswegen lasse ich W los. Und ihr seht, ich bleib stehen, der Typ haut ab. Er mag mich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ist halt leider so. Grazi, speedy.exe, irgendwas. Ja. Und damit wir jetzt auch mal zum Ende kommen und nicht mehr um den heißen Brei herumreden, reden wir nicht mehr um den heißen Brei herum und beenden dieses Video. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Jo. Und bis dahin, erstmal, ciao. Tschüss.